18. März 2019, 8.43 Uhr, rix-t-online.de. David Friedrich, nach der Trennung von Jessica Pasca ist der Bachelorette-Sieger wieder verliebt. Quelle Imago. Jetzt ist es offiziell, der Bachelorette-Sieger von 2017 hat sich eine ehemalige Bachelor-Kandidatin geangelt. Ja, David Friedrich und Maxime Herbort sind ein Paar. Im TV suchten sie nach der ganz, ganz großen Liebe. Er buhlte um die Gunst der Bachelorette, sie wollte das Herz des Bachelors erobern. Gefunkt hatte es damals nur bei Jessica Pasca. Die verteilte ihre letzte Rose an David Friedrich. Doch nach nur wenigen Wochen war das Paar schon wieder getrennt und David und Jessie wieder Single. Auch Maxime Herbold hatte kein Glück im TV. Die Studentin mit den niederländischen Wurzeln hatte die Sendung nach 6 Folgen freiwillig verlassen. Bachelor Daniel Wölz entschied sich im Finale für Christina Janzen. Ein Jahr später schwebt jetzt auch Maxime auf Wolke 7. Im Netz hat es gefunkt, bereits im Februar hatte die 24-Jährige verraten, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Wer der Glückliche ist, wollte sie allerdings erst einmal für sich behalten. Doch jetzt machten beide ihre Liebe offiziell, mit einem Pärchenfoto auf Instagram und einem Liebesinterview mit RTL. Kennengelernt hat sich das Paar via Instagram. Als Maxime dem Bachelor den Laufpass gab, witterte David seine Chance. Er schickte ihr eine Nachricht, sie lernten sich kennen, verliebten sich. Von da an nahmen die Dinge ihren Lauf. Ihre Beziehung hielten sie jedoch lange geheim. Denn David Friedrich hat noch immer mit dem Liebesaus von Jessica Pasca zu kämpfen. Vor anderthalb Jahren trennte sich das Paar, jedoch nicht im Frieden, sondern inklusive Rosenkrieg. Das macht den Musiker noch immer zu schaffen. Ich war mir ziemlich unsicher am Anfang, erklärt er im Interview mit RTL. Ich hatte ein großes Schutzschild. David konnte sich nicht fallen lassen, war sich nicht sicher, ob er Maxime vertrauen kann. Es hat ein bisschen gedauert, aber deswegen funktioniert es jetzt auch richtig gut. Weil wir uns schon so lange kennen und auch wissen, wie wir miteinander umgehen müssen, weiß Maxime heute. Verwendete Quellen.